Wer zum Geier braucht 360-Grad-Kameras? Wie mache ich vernünftige Aufnahmen damit? Und warum steht der Bongard hier im Regen? Antworten auf diese Fragen jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Die Abonnenten unter euch werden es schon mitbekommen haben. Diese Folge verläuft etwas anders als geplant, denn mein Schatz hat mich mit einer Kurzreise überrascht. Es ging, Regenwetter hin oder her, an die Nordseeküste. Thematisch geht es natürlich auch in dieser Folge um mehr Spaß mit Technik. Wenn meine Frau und ich verreisen, dann bin ich übrigens derjenige, der für das Einpacken von Technik zuständig ist. Und ich habe auch diesmal nicht geknausert. Ich hätte auch noch gern diesen wunderbaren Strandbuggy mitgenommen, konnte mich aber beim besten Willen nicht daran erinnern, wo ich den zuletzt geparkt hatte. Jetzt erst einmal ein paar Impressionen davon, warum es sich lohnen kann, auch im eiskalten Januar ans Meer zu fahren. Im Gepäck hatte ich auch, wie beim letzten Mal angekündigt, diese 360-Grad-Kamera. Wobei diese Kamera den Begriff 360 Grad nur sehr eingeschränkt verdient, denn sie nimmt zwar rundherum alles auf, aber die darin verbaute Fischaugenlinse hat einen Bildwinkel von nur 220 Grad. Das bedeutet, dass ein Teil des Rundumpanoramas schwarz wird. Das heißt, ich muss mich bei der Aufnahme entscheiden, in welcher Richtung der unwichtigste Anblick liegt. Erschwerend kommt hinzu, will ich die zugehörige App sinnvoll nutzen, dann muss ich die Aufnahme so planen, dass die senkrechte Bildachse in Linsenrichtung verläuft. Im Klartext, entweder wird in der Aufnahme der Boden zu sehen sein oder der Himmel oder die Decke, aber nie beides. Ein Beispiel. Stelle ich im Restaurant die Kamera mit aufwärtsgerichteter Linse auf einen Tisch, dann bekomme ich in der anschließenden Aufnahme all die Personen zu sehen, die sich an dem Tisch befunden haben, aber nicht das, was sich auf dem Tisch befunden hat, also die Tischdecke, die Teller, das Essen etc. Möchte ich das anders haben, bleibt mir nur, die Kamera umzudrehen und sie etwa mittig in Kopfhöhe über den Tisch zu halten, bevor ich die Aufnahme auslöse. Nun weckt ein ausgestreckter Arm hierzulande leicht einmal falsche Assoziationen. Wer sich etwas weniger unbeliebt machen will, verwendet deshalb einen Selfie-Stick. Und damit gelingen dann Aufnahmen wie die folgenden. Gut, dass wir das Wohnzimmer gerade erst aufgeräumt haben. Die App bietet die Möglichkeit, die Aufnahmen in Stereobilder für eine VR-Brille zu projizieren. Statt über das Display zu wischen, kann ich dann die Blickrichtung einfach dadurch ändern, dass ich den Kopf drehe. Selbst wenn die Aufnahme Unschärfen oder Bildrauschen aufweist, kann ich mich kaum gegen das Gefühl wehren, wirklich da zu sein. Apropos wirklich da. Ich bin dabei weg. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, klickt bitte auf Abonnieren. Tschüss!